Hallo ihr Lieben, Heiko ist hier. Ich hatte ja gepostet, habt ihr sicherlich gesehen, Defender 2023, wo die größte Militärübung seit Bestehen der NATO durchgeführt wird und nicht irgendwo, sondern hier in Deutschland. Scheint aber irgendwie gar keinen zu interessieren, wenn man sich das mal überlegt. In den 80er Jahren, also Anfang der 80er Jahre, als die Pershings und Cruise Missiles in Westeuropa, auch in damals in Westdeutschland stationiert wurden und im Osten SS-20, was da los war. Da war die Geburtsstunde von Petra Kelly und der Grünen und der sogenannten Ostermärsche. Da sind Millionen auf die Straße gegangen, weil die haben gesagt, wir haben keine Lust auf irgendeinen dritten Weltkrieg. Und man sieht jetzt gerade, also ich habe gerade noch mal geguckt, mit dem Fernglas von Zeiss Jena überall, also ich kann jetzt keine Demos sehen, wo die Leute für Frieden auf die Straße gehen im großen Stil. Das heißt, mittlerweile sind so weit, dass die Menschen hier so empathielos sind. Also wirklich wie willenlose Roboter. Zumindest die meisten, die im Konsumrausch stecken, gar nichts mehr merken, was überhaupt um sie passiert. Da ist überhaupt kein klares Denken mehr vorhanden. Aber man muss sich mal vorstellen, Deutschland lässt sich wieder einspannen dafür und wir sind federführend für diese Operation. Also das ist mehr als ein Fauxpas, sondern das ist sogar ein ganz klarer Angriff letztendlich. In dem Fall geht es ja gegen Russland. Man müsste sich mal vorstellen, wenn direkt vor der Küste von den USA, so war ja damals Kuba-Krise, wo damals russische Langstreckenwaffen stationiert werden sollten, das ist ja legendär, Kennedy, Khrushchev, schon mal kurz vor dem Dritten Weltkrieg, die Amerikaner, oh, das geht ja gar nicht, ganz schlimm, ist aber was anderes, weil hier üben sie ja für einen Frieden. Und wenn jetzt die Russen dort ein Manöver machen würden, das wäre ein Manöver für den Krieg. Und das Kuriose daran erkennt ihr, deswegen mag ich ja diesen Fall, diese Verdummung in noch nie dagewesener Art und Weise. Das heißt, die bezahlten Klimaterroristen von der allerletzten Generation, ist ja bloß das kleinste Rädchen in dem globalen Plan, plus die zeichnungsberechtigten Schriftführer der Rüstungsindustrie, die als Parlamentsfüllmasse ja im Parlament zum größten Teil ja sitzen, beziehungsweise in der Regierung, die agieren ja nach dem Motto immer Brot für die Welt und Torte für uns, also in dem Fall die Grünen. Umwelt, Umwelt, ganz wichtig, wir müssen Heizung abschaffen, wir müssen noch mehr steuern. Jetzt fliegen dort über Deutschland so viele Jets, woran 10.000 Soldaten dran beteiligt sind, stört aber gar keinen. Das heißt, das wird so verseucht, der ganze Luftraum. Ich wüsste jetzt nicht, dass die mit Elektromotors fliegen, ist aber egal. Das eine ist das eine, das andere ist das andere. Also hier, also wir sind da, das ist der Klassiker. Wir müssen für den Frieden dringend einen Krieg führen. Also wir müssen unbedingt eine Impfung, also ein Genexperiment machen. Da sind zwar auch jetzt, geben wir ja zu, ja, sind eine Menge Menschen hier gestorben, ja, ist okay, aber eigentlich wären viel mehr sonst hier gestorben an dem Virus, weil Millionen werden davon nicht und deswegen ist es ja in Ordnung. Also diese Logik. Ich wundere mich nur über die Menschen und möchte zum Nachdenken einfach mal anregen, dass die das gar nicht mehr erkennen, überhaupt gar nicht mehr wissen, was vorne und hinten ist, die wirklich der Meinung sind, die weiße Wand ist schwarz. Also es ist schon so weit gekommen, ist mittlerweile die Verdrehung, die Manipulation. Ich habe ein paar Sachen gepostet, die haben bei Telegram, schaut auf, die Anstalt, das ist ein völlig alter Hut schon, 2014, wo die eindeutig nachgewiesen haben, wie die Provokation abläuft, was wirklich damals, also hat der Ukraine-Krieg ja eigentlich begonnen, was ablief, ist aber egal. Völlig, es interessiert gar keinen. Es wird immer weitergemacht. Also im wahrsten Sinne des Wortes, der GZ-Lügenpanzer fährt immer weiter und immer weiter und immer weiter und die Leute gucken weg und sagen, jetzt haben wir ja Ostern, Bierchen und der Rotkäppchen-Sekt kostet 1,99, Schatz, können wir schön einen drauf machen und gucken wir da mal weg. Da sind wir wieder bei Jesus in dieser Zeit. Wir sind ja in der Karwoche, wo es ja darum geht, letztendlich mal über diese Botschaft nachzudenken. Liebe den Nächsten wie dich selbst und liebe deine Feinde bei der Bergpredigt. Aber genau das Gegenteil läuft da hier ab. Warum? Weil die meisten Menschen sich der dämonischen Seite verschrieben haben, aber es gibt ja ein Karma, das sind ja nun mal Gesetzmäßigkeiten und im Endeffekt muss sich jeder überlegen, okay, will ich weiter mein Herz, will ich weiter meine Seele verraten oder sage ich mal meine Meinung und stehe dafür ein und erkenne, dass wir in dem größten Betrug der letzten 100 Jahre hier leben, ganz speziell in Deutschland, in diesem Irrenhaus. In diesem Sinne, ihr Lieben, genießt den Tag, genießt die Sonne und denkt lieber drüber nach in der Karwoche, da mache ich heute noch eine Nachricht drüber, über die anderen Botschaften, die wirklich viel inniger, viel wichtiger sind,
die den göttlichen Funken in sich tragen. In diesem Sinne, alles Liebe, euer Heiko.